Andy Warhol ist zusammen mit Pablo Picasso der wohl wichtigste Künstler des 20. Jahrhunderts und wahrscheinlich der den größten Einfluss auf unsere Zeit hat. Andy Warhol hat viele der Themen, die uns heute beschäftigen, schon in seinen Arbeiten vorweggenommen. Er hat sich zum Beispiel mit der Konsumkultur beschäftigt, er hat sich zum Beispiel mit der Celebrity-Kultur beschäftigt, er hat sich auch mit Themen wie Unglück, Katastrophen, Tod, Rassenunruhen beschäftigt, aber natürlich dann auch mit dem Menschen selber, seinem Porträt und so weiter. Das Ziel davon, des Jan Beiler, ist ja immer, dem Publikum tolle Kunsterlebnisse zu ermöglichen, aber auch, dass man etwas über die Kunst und unsere Zeit lernt. Dieser große Raum von Andy Warhol mit 10 seiner Meisterwerke ist einmalig. Den kann man auf der ganzen Welt so nirgendwo sehen. Es ist wahrscheinlich der stärkste Warhol-Raum, den es zurzeit irgendwo gibt. Und anhand von 10 von diesen Werken sieht man, wie Andy Warhol gearbeitet hat, was ihn beschäftigt hat. Und das einen ganzen Sommer lang. Dass wir diesen Raum dem Publikum präsentieren können, verdanken wir unserer Kooperation mit der Daros Collection. Die Daros Collection ist eine sehr berühmte und hochkarätige Sammlung. Und wir haben eine langjährige, freundschaftliche und enge Zusammenarbeit, die es ermöglicht, in der Fondation Beiler immer wieder Werke und Gruppen von Werken aus der Daros Collection zu zeigen, die sonst nicht öffentlich zu sehen sind. Besonders stark natürlich, wenn wir das kombinieren können zwischen Werken aus Daros und der Beiler Sammlung, wie in diesem Fall. Alle, die Freunde oder Fans der Kunst von Andy Warhol und der Pop-Art sind, sollten diesen Raum auf keinen Fall verpassen. Und die, die denken, dass sie es noch nicht sind, sollten unbedingt kommen, um sich das anzusehen, weil auf diesem Niveau kann man sich selten die Werke von Andy Warhol sehen und vielleicht entdeckt man noch etwas, was man noch nicht kennt und lässt sich überraschen. Wir wünschen uns, dass sich viele Leute freuen an diesem spektakulären Warhol-Saal in der Fondation Beiler.